Helena war die Mutter des Kaisers Konstantin. Die heilige Helena. Sie war eine große Frau, eine Frau, die alle Zumutungen des Lebens erlebt hat. Die Geschichte des christlichen Glaubens ist eigentlich voll von Menschen, die erst große Sünder waren und anschließend Heilige wurden. Von ihr nimmt man an, dass sie eine Dirne war. Dass Menschen sich wandeln, dass Menschen sich umkehren, das ist eigentlich ein hoffnungsvolles Beispiel. Sie wird hier diesen Ort markiert haben, wo Christen bestattet waren. Der Propst Gerhard von Aare hat im 12. Jahrhundert Reliquien der heiligen Helena nach Bonn gebracht und hat eine Kapelle erbauen lassen, die den Namen der Heiligen trägt. Seit dieser Zeit wird die heilige Helena in unserer Stadt verehrt.